Cluster und herzlich willkommen auch in Windows 8. Freut mich, dass Sie sich in aller Früh dazu entschlossen haben, den Tag im Windows 8 Track zu beginnen und eine kleine Einführungsveranstaltung sozusagen zum Thema Windows 8 zu besuchen. Denn genau das ist mein Ziel der nächsten 70, 75 Minuten. Man hört sehr viel über Windows 8, man liest in der Zeitung, man hört Meinungen, manch gute, manch schlechte. Und das Ziel für jetzt ist, das einmal kurz zusammenzufassen, zu zeigen, was Windows 8 ausmacht. Einerseits für die Endanwender, andererseits natürlich hauptsächlich für uns Entwickler, welche Features besonders interessant sind, was man tun kann in einer Windows 8 App, was man nicht tun kann. Und vor allem im zweiten Teil möchte ich dann Entscheidungskriterien anbieten. Für alle diejenigen von Ihnen, die vielleicht vor der Frage stehen, soll ich eher in Richtung der gewohnten Technologie in Richtung .NET weitersetzen oder gehe ich auf eine Windows 8 App los? Was sind die Unterschiede? Was sind mögliche Entscheidungskriterien für das eine oder das andere? Oder gibt es vielleicht auch Mischformen? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, beide Welten zu unterstützen? Ich bin also sozusagen ein bisschen der Anheizer für den heutigen Windows 8 Tag. Ich werde es bewusst nicht sehr codelastig machen. Das haben dann die anderen Sessions nach mir das Privileg, viel in Visual Studio dann herzuzeigen im Coding. Ich werde jetzt eher mal so einen ersten Blick auf die Dinge werfen. Und ich habe in einem sehr gescheiten Marketingbuch gelesen, es ist immer ganz wichtig, wenn man motivieren will, dann muss man emotionalisieren. Insofern will ich Ihnen nicht einfach was über Windows 8 erzählen. Ich möchte eigentlich, dass Sie sich ein bisschen verlieben in Windows 8, dass Sie passend zu Buster Spring vielleicht Frühlingsgefühle wecken können. Und für manche von Ihnen war es vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick. Das muss man auch sagen. Es ist viel neu. Es ist diese Kacheloberfläche, die vielleicht manche am Beginn ein bisschen abschreckt. Und da ist es mein Ziel, vielleicht manches gerade am Beginn auch durch die rosa-rote Brille zu sehen und Sie ein bisschen zu motivieren, diese neue Welt anzusehen, zu überlegen, was sie für sich bedeuten kann. Ich werde aber allerdings auch nicht verheimlichen, dass es manche Dinge gibt, die vielleicht noch nicht dort sind, wo wir sie erwarten würden. Also es wird kein reiner Marketing-Vortrag für Microsoft. Soweit kurz zum Inhalt. Vielleicht vorab ganz kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist Roman Schacherl. Ich habe Software Engineering studiert in Österreich, habe die Firma Software GmbH gegründet. Wir machen im Wesentlichen Individualentwicklung. Das heißt, wir haben nicht so eine klassische App-Idee, mit der wir dann versuchen, möglichst schnell, möglichst groß zu werden, sondern wir haben ganz viele Ideen und zum Glück auch viele Kunden, die wir dann von den ersten Bleistiftskizzen am Papier bis zum fertigen Produkt begleiten. Und das bringt mit sich, dass wir einerseits in sehr vielen verschiedenen Branchen unterwegs sind und dort Einblicke bekommen, vom Therapiesektor, Pharmaindustrie, Holzhandel, Rettungswesen, ganz bunt gemischt, Personaldienstleister, Motorsportveranstaltung, Schulbereich, alles das. Also da haben wir sehr wenig Fokus auf den Inhalt. Worauf wir uns fokussieren, ist, dass wir ausschließlich mit Microsoft-Technologien arbeiten und durch dieses Projektgeschäft sozusagen die Möglichkeit haben, sehr häufig neue Technologien sehr bald am Boden zu bringen und einzusetzen. Also das ist mir immer ganz wichtig, wenn man was erzählt, dass man dann nicht nur ein paar Marketing-Slides gelesen hat, sondern tatsächlich auch quasi Hand angelegt hat und gesehen hat, wo denn die Probleme in der Praxis sind. Somit auch ganz kurz zu unserer Street-Credibility im Bereich Windows 8, so hat der Kunde von mir vor kurzem bezeichnet. Wir haben einige Windows 8-Apps bereits entwickelt und in den Store gebracht. Allen voran den Audio-Recorder links oben, das ist so mit einem Wort ein Diktiergerät, würde ich sagen, wo ich dann Aufnahmen tätigen kann und das Ganze Richtung SkyDrive abspeichern. Der Audio-Recorder war bereits vor dem offiziellen Store-Launch online. Das heißt, das war wirklich, wir waren sehr, sehr bald dabei im Thema Windows 8. Wir haben beim Audio-Recorder mittlerweile ca. 60.000 Downloads. Also man sieht, wenn man eine geeignete Idee hat, ist der Store durchaus ein Mittel der Wahl, um auch eine große Verbreitung zu bringen. Leider ist er kostenlos. Also wir haben von diesen 60 Downloads recht wenig, außer dass ich es erzählen kann. Und ganz klar, man muss sich auch immer überlegen, wie viele Downloads man hätte, würde man ihn teurer verkaufen. Wir haben dann noch zwei kleinere Apps, die World Wide Watch, so ein Zeitzonenrechner und für alle Musiker unter Ihnen die Akkordeon-App, für alle, die das Akkordeon nicht mehr mittragen möchten. Die können es jetzt auch am Tablet spielen, gibt es ein super YouTube-Video auch zu dem Thema, wo einer wirklich auf dieser App spielen kann. Und links unten eine App für einen Kunden von uns, ganz in der Nähe von hier in Marburg. Eine Transkriptions-App, also aufnehmen und abtippen für den
Marktführer in Deutschland im Bereich Transkriptionssoftware. Ja, schauen wir uns kurz an, was Windows 8 so mit sich bringt und was Windows 8 zumindest behauptet zu sein. Windows 8 und Windows RT drehen sich um ihr Leben, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Apps und ihre Inhalte. Ja, da sind wir beim Verlieben schon recht nahe. Originalzitat Microsoft Homepage. Und das klingt doch mal ganz anders als das Image, das vielleicht Microsoft hat, gerade im Betriebssystemsektor. So dieses Business, diese XP und Arbeitsmaschinen, ja, auf denen wir von 8 bis 17 Uhr sozusagen unser Leben verbringen. Dieser Satz deutet an, dass Microsoft versucht, diese 8 bis 17 Uhr Spanne auszudehnen. Auf die Couch am Abend, auf das Wochenende, auf alles, wo PCs mittlerweile auch eine Rolle spielen und wo wir auch möchten, dass wir vielleicht ähnliche Dinge tun können, wie wir das von unserem Windows-System gewohnt sind. Was kommt mit Windows 8 mit, um genau dieses Ziel zu erreichen? Ja, hauptsächlich einmal diese typische Kachelansicht, ja, die wir wahrscheinlich alle gekannt oder gesehen haben. Dieser früher Metro-Design genannte Startbildschirm, jetzt Modern UI, der uns in jedem System begrüßt. Sei es jetzt auf dem Desktop-Rechner, sei das auf einem Tablet, sei das im Windows Phone 8. Immer haben wir diesen Schirm mit, obwohl er natürlich hauptsächlich für Touch-Geräte besonders gut geeignet ist. Stichwort Touch. Auch das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der mit Windows 8 forciert wurde. Diese Multi-Touch-Fähigkeit. Touch first war so ein Schlagwort, also nicht nur irgendwie Touch bedienbar, das war Windows 7 auch schon, sondern wirklich einen Fokus auf diese Touch-Bedienung zu legen. Zu versuchen, neu zu denken und zu überlegen, wie wir es gerade auch in der Keynote gehört haben, wie ich denn auf derartigen Devices umgehen möchte. Und da sind Fenster vielleicht nicht das geeignete, wo ich dann 50 oder 20 mal 20 Pixel Flächen habe, die ich treffen muss mit meinen Fingern. Also Multitouch, ein ganz starkes Thema in Windows 8 und natürlich Multi-Device. Ja, also Windows nicht mehr nur auf dem Desktop-Rechner, nicht mehr nur auf dem Laptop, sondern eben auch erweitern in Richtung kleinere Geräte, vom Smartphone angefangen, über das Tablet natürlich, wo wir eine ganze Fülle an Devices in den letzten Monaten gesehen haben, die da herausgekommen sind in unterschiedlichsten Bauformen und alle laufen mit Windows 8. Und ich denke, die Vision geht nicht nur nach unten in Richtung kleinere Geräte, sondern durchaus auch in die andere Richtung. Große Displays, ich glaube, der Display-Sektor wird sich in den nächsten Jahren sehr bemühen, viele verschiedene Displays herausbringen. Ich habe Videos gesehen von Tapeten, die im Prinzip als Riesendisplay fungieren. Und auch dorthin gehen die Gedanken. Ja, Windows 8 vom Smartphone bis zur Tapete sozusagen. Und ein weiteres großes Thema, das mit Windows 8 mitgekommen ist und das man natürlich unbedingt erwähnen muss, ist Apps. Ja, man hat ein bisschen so diesen Weg verlassen, wo ich als einen Administrator brauche, um eine Software zu installieren und ist hingegangen zu diesem App-Thema, wo Microsoft natürlich nicht der Erste war, der es erfunden hat, aber jetzt auf diesen Zug aufgesprungen ist und versucht hat, ein Betriebssystem anzubieten, das reichhaltiger wird, indem ich im Store nach zusätzlichen Komponenten suche, nach Apps suche, die mir irgendwer gebaut hat, die ich mir um kostenlos oder um $1-2 vielleicht herunterladen kann und mit denen ich mein Windows reichhaltiger machen kann. Und das ist gleichzeitig natürlich für uns Entwickler eine mögliche Option, da in diesem Spiel mitzuspielen, in dieser Welt der Apps mitzuspielen und Windows für andere User reichhaltiger zu machen. Die alles entscheidende Frage bei diesen App-Entwicklungen und bei der Frage, ob es Sinn macht, für eine Plattform zu entwickeln, ist, wer hat denn Windows 8? Wen erreiche ich, wenn ich jetzt so eine App schreibe? Erreiche ich meine Zielgruppe? Ist die bereits auf Windows 8 umgestiegen? Wie schnell wird sie umsteigen? Oder bringt es eigentlich nichts, weil so wenig Leute dann meine App konsumieren können? Ich darf die Frage vielleicht kurz an Sie zurückgeben. Wer hat Windows 8 schon auf seinem Produktivrechner laufen? Also wer arbeitet täglich mit Windows 8? Vielleicht kurzes Handzeichen. Okay, das ist nicht die Mehrheit, würde ich meinen, so 5 bis 10 Leute. Wer hat Windows 8 zumindest schon ausprobiert und mal installiert irgendwo in einer virtuellen Umgebung? Wer hat schon mal ein bisschen herumgeklickt und nicht nur auf Folien gesehen? Okay, das ist circa die Hälfte, also deutlich, deutlich mehr. Ein paar Zahlen zu diesem Thema und bevor ich auf Windows 8 zu sprechen komme, möchte ich kurz auf den Smartphone-Sektor gehen. Weil ich habe das Gefühl, das klingt immer so ein bisschen mit, wenn man von Microsoft-Apps spricht, dass dann viele einmal Windows Phone im Kopf haben.
Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, für Windows Phone eine App zu schreiben, da muss man schon Enthusiast sein. Ja, also da gibt es wenige Kunden, die man überreden kann dazu, dass es wirklich kaufmännisch Sinn macht, auch diesen Sektor zu bedienen. Der Mirko Schremp hat in der Keynote gesagt, die Basta-App gibt es für alle drei wichtigen Betriebssysteme. Habe ich kurz nachgerechnet und gehofft, dass Windows Phone dabei ist, weil so klar ist es nämlich nicht. Ja. Wenn man sich den Sektor ansieht im Moment, dann gibt es einen klaren Marktführer natürlich mit Android bei knapp 70% laut Gartner jetzt im Februar. Dann weit abgeschlagen eigentlich schon Apple mit dem iOS bei circa 20% und die zwei sind einfach die Hauptbetriebssysteme natürlich bei Smartphones. Und dann kämpfen verbittert um den dritten Platz BlackBerry gegen Windows Phone, wobei BlackBerry im Moment sogar noch laut Gartner die Nase knapp vorn hat, bei 4% circa. Windows Phone liegt ungefähr bei 3,5%, deutlich im Steigen begriffen, also zwischen Quartal 4 2011 und im Vergleich zum Quartal 4 2012 waren es plus 124%, also Windows Phone steigt und BlackBerry ist eher im Sinken begriffen gewesen. Hat aber in den letzten Wochen auch neues Betriebssystem, neue Geräte herausgebracht. Also es wird spannend eigentlich, dieser Kampf um Platz 3. Und man sieht eben, da hat Microsoft noch nicht das wahnsinnige Potenzial natürlich. Also es wird nicht ausreichen, für eine App nur Windows Phone zu bedienen. Ja, man wird auf Android und iPhone nicht vergessen dürfen. Zum Glück an dieser Stelle schaut es aber für Windows 8 ganz anders aus, weil man nicht vergessen darf, dass Windows 8 kein reines Handy-Betriebssystem ist, sondern eben ein Betriebssystem, das uns auf vielen, vielen Geräten begleiten wird. Die Statistik ist von Net Market Share, es gibt ja unterschiedliche, also ich würde mich da jetzt nicht auf die zwei Nachkommastellen fixieren, aber insgesamt ist es uns klar, dass gerade im Desktop-Bereich Windows einfach eine Macht ist. Ja, wir haben bei Windows 7 ungefähr da 44% an Marktanteil, wir haben Windows XP noch immer eine riesige Anzahl bei knapp unter 40%, war ja erst letztes Jahr im September dann sozusagen der Wechsel, wo Windows 7 erstmals mehr Installationen aufgewiesen hat als Windows XP. Windows Vista dagegen eigentlich recht abgeschlagen und wird wahrscheinlich schnell von Windows 8 überholt werden. Im Moment so Windows 8 ungefähr bei 2,3% im Vergleich der anderen Betriebssysteme. Das heißt, die Frage wird sein, wie schnell kann Windows 8 sozusagen die anderen Windows-Betriebssysteme ablösen, wie schnell kann dieser Markt aufgerollt werden, weil dann wäre das Potenzial natürlich extrem groß. Keine Frage. Wir haben viele, viele Millionen Windows-User da draußen. Und die ersten Zahlen sind schon mal nicht so schlecht, würde ich meinen. Wir haben vermeldet bekommen in den ersten 3 Tagen nach dem offiziellen Windows-Start 4 Millionen Installationen in 3 Tagen. Innerhalb der ersten 10 Wochen waren es dann 60 Millionen Windows 8-Verkäufe. Und das ist durchaus geeignet, um mitzuhalten mit den Windows 7-Verkäufen. Es ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, muss man sagen, weil wenn man sich überlegt, welches Betriebssystem Windows 7 abgelöst hat, nämlich ein nicht besonders wohlgesonnenes Windows Vista letztendlich, wo viele dann gewartet haben drauf und gesagt haben, jetzt steigen wir um auf Windows 7. So hat es Windows 8 ungleich schwerer. Windows 7 ist ein extrem erfolgreiches Betriebssystem. Viele, viele Firmen haben erst in den letzten Monaten umgestellt auf Windows 7, haben diesen großen Schritt auf sich genommen und fragen jetzt zu Recht natürlich, macht es Sinn, schon wieder umzusteigen auf das nächste Betriebssystem, auf Windows 8. Vor allem, weil es gerade im Business-Sektor vielleicht gar nicht allzu viele riesige Vorteile bringt. Ja, es gibt da und dort Features im Bereich Security und dergleichen, aber zum Beispiel das App-Thema ist für viele Firmen natürlich nicht wahnsinnig wichtig. Ja. Trotzdem muss man sagen, gerade dieser Consumer-Bereich, dieser Bereich, wo es vielleicht nicht um den Hauptrechner geht, sondern um Tablets, um Smartphones, um alle diese Themen, da gibt es ein Riesenpotenzial und dort wird Windows 8 auch hinwollen. Und das Potenzial ist an dieser oberen Zahl zu messen. Ja, es gibt ungefähr 670, vielleicht sind sogar knapp bei 700 Millionen mittlerweile Windows 7 Installationen weltweit. Also wenn wir in diese Richtung hinkommen, ja, dann kann man nicht diese Plattform einfach nicht ignorieren, Windows auf PCs. Selbst wenn das Ding so floppen würde wie Vista, dann haben wir im ersten Jahr 100 Millionen Installationen. Ja, das ist ein Riesenmarkt, eine Riesenmenge an Installationen und das darf man einfach nicht vergessen. Das ist ganz was anderes, als es bei Windows Phone ist im Vergleich. Ich glaube, iPhones sind bisher insgesamt knapp über 300, 320 Millionen insgesamt verkauft worden über den gesamten Zeitraum.
Das heißt, da spielen wir schon mit in der Liga und da hat man durchaus das Potenzial, auch mit einer App wirklich viele Leute zu erreichen und am Ende des Tages vielleicht auch damit Geld zu verdienen. Ja? Wegen dem sind wir hier. Es bringt nichts, nur viele Downloads zu haben. Wir müssen es irgendwie auch kaufmännisch dann einmal unterbringen. Soweit einmal so die schönen Zahlen, die man mal interpretieren kann, Verkaufszahlen und Features von Windows 8. Es gibt aber natürlich viele Kritiken, ja, die teilweise berechtigt sagen, da hat es noch was an diesem Betriebssystem. Und wenn man mit Kritikern spricht, dann hat man meistens dieselben Punkte, die da immer wieder genannt werden. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon einen im Kopf haben, ich hoffe, er ist dann dabei in meiner Auflistung. Unangefochtener Platz 1 aus meiner Sicht, das fehlende Startmenü. Ja? Also es gibt ganz viele, auch in meinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht Entwickler sind, sondern einfach als User sich das Ding installieren, die sofort anrufen und sagen, was ist denn da passiert? Ja, mein Startmenü ist weg und warum und das gibt es nicht. Und es ist ein bisschen traurig fast, weil aus einer sehr nüchternen Perspektive würde ich meinen, es geht uns eigentlich nicht ab. Ja, also es ist ja nicht vergessen worden auf das Startmenü, sondern man hat sich überlegt, wie man in einem neuen Betriebssystem, gerade auch im Bereich Touch vielleicht, mit diesem Startmenü umgehen möchte. Und ehrlich gesagt, die Zeiten, wo ich in meinem Startmenü durch 17 Hierarchien durchgeklickt habe, bis ich dann irgendwann auf dem Programm bin und das angeklickt habe, das habe ich in Windows 7 auch schon nicht mehr genützt. Ja? Was ich in Windows 7 gemacht habe, ist einmal Windows-Taste drücken und zum Tippen anfangen. Und dieses Feature hat mir weitergeholfen. Und das hat sich nicht verändert. Man muss es nur finden. Ich kann genau dasselbe jetzt auch tun. Einmal Windows-Taste drücken, dann bin ich auf diesem Startbildschirm und direkt dort zum Tippen anfangen. Word zum Beispiel. Und ich kriege sofort diese Auflistung aller meiner Programme. Nicht nur der Windows 8 Store-App, sondern tatsächlich auch der Desktop-Apps. Also wie Microsoft Word beispielsweise, drücke einmal Enter, Word startet und alles ist gut. Ja? Also es hat sich am Prozess an sich überhaupt nichts geändert. Ich kann genau das, was ich aus Windows 7 gekannt habe, jetzt auch tun. Nur A, wissen es viele nicht und B, ist es halt trotzdem so ein Gewohnheitsfaktor. Ja? Man kann sich mittlerweile die Start-Buttons auch nachinstallieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Microsoft ist da bewusst stur geblieben. Ja? Vielleicht hätte es geholfen, wenn man in irgendwelchen Settings einfach das Ding aufdrehen könnte und es hätte sich viel Kritik erspart, weil das ist wirklich eine der Hauptüberschriften, die man leider liest und in Wirklichkeit eine unnötige Kritik in Wirklichkeit. Zweiter Punkt, über den könnte man jetzt natürlich streiten, wie immer über Design zu streiten ist, ob das jetzt modern aussieht oder nicht, ist dieses Kacheldesign. Ja? Es ist ja nicht erst seit Windows 8 heraus, ein Windows Phone 7 hat bereits diese Designsprache verwendet. Und letztendlich ist es einfach seit mehreren Jahren absehbar, dass Microsoft auf dieses neue Layout setzt und das kann man nicht ignorieren. Ja? Wenn Microsoft eine Designsprache vorgibt, ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen, dann schauen einfach recht schnell viele Anwendungen des täglichen Lebens genau nach diesem Design aus und da wird man sich wahrscheinlich als Entwickler auch danach richten müssen. Wie gesagt, da kann man stehen dazu, wie man will. Manche können kein Apple-Design mehr ansehen mit Schatten und runden Ecken und finden es altmodisch. Andere sagen, das kann gar nichts, da warum machen wir wieder einfärbig und keine Rahmen. Das ist Geschmackssache. Was vielleicht weniger Geschmackssache ist, ist der dritte Punkt, den man sehr, sehr häufig hört. Dass diese zwei Welten, die es ja gibt zwischen App und dieser Touch-Welt, ja, die nicht einmal einen wirklichen Namen hat leider, und der Desktop-Welt, also wo wir im Prinzip ein verbessertes Windows 7 zur Verfügung haben, dass sich die noch nicht wirklich harmonisch anfühlen. Ja, dass es irgendwie diese zwei sehr getrennten Welten gibt, die nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Und wo man jetzt überlegen kann, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass ich sage, ich habe am Tablet hauptsächlich natürlich diese Touch-Oberfläche, hätte aber in einer Pro-Version zumindest den Desktop noch zur Verfügung, wenn ich ihn brauche. Und am Desktop ist es ja genau umgekehrt. Da werde ich hauptsächlich in diesem Windows 7-like-Modus bleiben und ich hätte halt diese Apps zur Verfügung, wenn ich sie brauche. So könnte man es positiv formulieren. Aber ehrlich gesagt, es ist tatsächlich so, dass es sich noch ein bisschen komisch anfühlt, diese zwei Welten. Dass man es einem Benutzer schwer erklären kann, warum er jetzt, wenn das eine App ist, die nicht schließen kann, rechts oben mit seinem normalen Windows-Desktop mit Maus und Tastatur und dass er da irgendwelche Gesten braucht und reinfahren muss ins Eck und so. Und in der anderen Welt funktioniert so, wie er es bisher gekannt hat. Das fühlt sich einfach noch ein bisschen fremd an und
Ich möchte jetzt in den nächsten Folien ein bisschen auf diese zwei Welten eingehen und noch einmal vertiefen das, was Sie vielleicht in der Keynote schon gehört haben, nämlich die Unterschiede zwischen diesen beiden Welten, was es für uns als Entwickler heißt, was es für einen Anwender heißt. Schauen wir uns zuerst den Anwender an dieser Stelle. Was ist so typisch für eine Anwendung? Wie könnte man einem Benutzer sozusagen die Anwendung erklären? Das ist genau das, was er aus Windows 7 bisher kannte. Ja, es gibt zumindest die offizielle Aussage von Stephen Sinofsky, dass jede zertifizierte Windows 7 Anwendung auch unter Windows 8 läuft. Das ist die rechtlich bindende sozusagen Aussage. De facto sind natürlich fast alle Windows 7 Anwendungen auch unter Windows 8 laufig. Das hat dann nicht zwingend was mit der Zertifizierung zu tun. Aber das ist die typische Anwendung, auch unter Windows 8. Wir haben einen Fenstermodus. Ja? Fenstermodus mit Titelleiste, mit Schließen, Minimieren, Maximieren. Wir können das Fenster verkleinern, vergrößern. Ja? Muss man alles dazu sagen. Ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn wir dann auf die rechte Spalte kommen. Diese Anwendungen laufen ausschließlich im Desktop-Modus. Das heißt, der Desktop, also das, was wir unter Windows 7 gekannt haben, verhält sich fast so, als wäre es eine von vielen Apps in diesem Windows 8-Universum. Ja, ich habe heraußen auf meinem Startbildschirm irgendwo dann so ein Desktop, eine Desktop-Kachel und wenn ich auf die draufklicke, dann komme ich in meinen Windows 7, Windows 7-like-Modus sozusagen. Und in dem habe ich dann, wie gewohnt, außer ich bin im PowerPoint-Vollbildmodus, eine Taskleiste zur Verfügung. Ich habe das Betriebssystem sehr präsent. Ja? Ich kann natürlich mehrere Programme gleichzeitig öffnen, brauche Ihnen alles nicht erzählen, aber es ist wichtig von der Idee her, dass man sagt, ich habe gewisse Steuerelemente, gewisse Navigationselemente, die ich gewohnt bin, zur Verfügung, um mein Windows zu bedienen. Und typischerweise bediene ich so diese Anwendungen, Desktop-Anwendungen mit Maus und Tastatur. Ja? Nicht zwingend notwendig. Wir haben seit .NET 4.0 Multitouch-Unterstützung auch in der WPF, aber typischerweise ist es eben so, dass die Devices, die im Moment im Einsatz sind und die Windows stark machen, noch wenig Touch-Unterstützung haben und daher ist Maus und Tastatur auf diesem Sektor sicher das vorrangige System. Und ganz wichtig, diese Anwendungen laufen nur dann, wenn man diese volle Windows 8-Version hat. Auch das ist ein Kritikpunkt sehr häufig. Es gibt Windows 8 und Windows 8 RT und das klingt so ähnlich und sind aber zwei komplett möglicherweise unterschiedliche Zielgruppen, die damit angesprochen werden. Diese Windows 8 RT-Version ist optimiert für ARM-Geräte, für diese Prozessoren, die möglichst lange Akkulaufzeit und dergleichen haben, die aber relativ schmalbrüstig sind. Und Windows RT ermöglicht nur Apps laufen zu lassen. Ja, nur diesen Kachelmodus, den habe ich dort zur Verfügung. Wobei, Microsoft darf mehr. Ja, also Office ist drauf, das kann ich nützen auf einem RT-Tablet, aber ich kann jetzt nicht selbst eine Win32-Anwendung, unsere Anwendungen mit .NET unter Windows RT laufen lassen. Die funktionieren ausschließlich auf der vollen Windows 8-Version. Was ist im Vergleich dazu typisch App? Typisch App ist Vollbildmodus. Ja, die Vision ist Content im Vordergrund. Jeder Pixel des Displays steht unserer App zur Verfügung. Wir beginnen mit einem weißen Screen sozusagen und können uns austoben. Wir können alles machen, wie wir uns das vorstellen. Das birgt natürlich auch Gefahren. Ja? Weil wenn jeder App-Entwickler sich komplett neu austobt, dann wird es für den Benutzer möglicherweise ganz schwierig, Apps zu bedienen. Ja? In Windows-Anwendungen habe ich einfach gewusst, wo ich minimieren kann und wo ich schließen kann. Gut, diese Dinge sind auch per Geste in Windows 8-Apps möglich. Aber viele andere Dinge, an die man bisher gewohnt war, Menüleiste, eine Statusleiste, diese Dinge, von denen wird man sich verabschieden müssen in dieser Windows 8-App, weil sie schlichtweg vielleicht auch keinen Sinn ergeben. Ja? Apps laufen, wie gesagt, nur in diesem Startbildschirm, wir haben keine Taskleiste und wir haben maximal zwei Apps gleichzeitig. Ja, normalerweise Fullscreen, einzige Möglichkeit ist, zwei Apps gleichzeitig zu öffnen, so im Verhältnis 1:3 circa, so eine Snapped View ist es, wo ich eine App andocken kann auf der Seite und eine zweite dann noch parallel geöffnet haben kann. Eines der Killer-Features im Vergleich zu anderen Systemen, hätte man nicht glauben können. Und wie gesagt, Multitouch, ja, ist dort natürlich absolut der Fokus. Ich soll eine App weiterhin mit Maus und Tastatur bedienen können, aber unbedingt auch mit Touch. Ja, sonst wird es wahrscheinlich auch durch die Zertifizierung nicht durchgehen. Soweit ein bisschen aus der Endanwendersicht.
Schauen wir noch kurz drauf, was es aus technischer Sicht bedeutet. Und die Desktop-Anwendungen, auch da brauche ich Ihnen nicht viel erzählen. Das ist die Welt, die Sie kennen. Wir haben das .NET-Framework, der Holger Schwichtenberg hat das bereits in der Keynote gezeigt. Wir können .NET-Framework jetzt in der Version 4.5 nutzen, mit Async Await, viel asynchrone Vorteile mitgebracht. Und wir haben den vollen Funktionsumfang. Wir haben die WPF, wir können Windows Forms nutzen, wir haben die WCF, und zwar sowohl clientseitig zum Konsumieren als auch serverseitig. Wir haben Entity Framework, wir haben alle diese Bibliotheken, die Sie über Nougat und was auch immer herunterladen können. Alles das, was Sie bisher verwendet haben, verwenden Sie es weiterhin, wenn Sie auf dieser .NET-Schiene bleiben. Was ist unterschiedlich oder was ist neu jetzt mit Windows 8? Ich kann den Store ein bisschen für meine Zwecke nutzen, und zwar als Schauplatz, als Schaufenster. Ich kann nämlich die Bewerbung einer Desktop-App im Store machen. Das heißt, ich kann Screenshots bereitstellen, ich kann einen Text bereitstellen, mehrsprachig, und kann damit auch in der Suche gefunden werden. Also wenn wer im Store nach einer Anwendung sucht und ich habe eine Desktop-Anwendung, die dafür geeignet ist, dann wird die im Store gefunden. Der Unterschied ist, es bleibt genau an dieser Stufe hängen. Also bei der Stufe der Werbung, der Bewerbung im Store. Alles, was der Store bei Apps noch anbietet, die Kaufabwicklung, die Installation, die Update-Szenarien, alles das, kann ich dann nicht mehr machen für Desktop-Anwendungen. Das heißt, im Wesentlichen ist es dann ein Link auf meine Website, wo ich dann downloaden kann, wo ich die Bezahlung abwickle, alles das muss ich mich dann wiederum selber kümmern. Und das heißt, auch Setup und Deployment ist eigentlich unverändert. Ja, wie auch immer Sie das bisher bewerkstelligt haben, Click Once oder dergleichen, gilt auch weiterhin für Windows 7 Anwendungen oder für Desktop-Anwendungen, nicht Windows 7 Anwendungen. Windows 8 Apps im Vergleich, da hat sich einiges getan und doch wieder nicht. Vielleicht ein kurzes Gedankenexperiment. Wenn wir vor eineinhalb Jahren gehört hätten, es wird Windows 8 Apps geben. Ja, so wie wir das bisher als .NET-Entwickler gewohnt waren, hätte ich gesagt, wunderbar, machen wir das so, wie wir das von Windows Phone kennen, machen wir das so, wie wir das von Silverlight kennen. Es gibt so ein .NET-Profil, ja, wir haben eine eingeschränkte Funktionalität zur Verfügung, ist okay, ich brauche in einem Windows Phone SDK keinen Zugriff auf irgendwelche Konsolenklassen vielleicht. Ich habe einen eingeschränkten Umfang des .NET-Frameworks, plus ich bekomme über einen SDK zusätzliche Steuerelemente, zusätzliche Funktionalität zur Verfügung gestellt, um eben genau diese Plattform zu adressieren. Das war das Denken, das wir als .NET-Entwickler bisher gehabt haben, wann solche neuen Plattformen irgendwie ins Spiel gekommen sind. Und jetzt kommt mit Windows 8 diese WinRT, diese Windows Runtime ins Spiel. Und da möchte ich jetzt kurz noch auf so eine Architekturskizze umschalten, die ein bisschen klein ist, wahrscheinlich für die letzte Reihe, aber es geht eh mehr um diese grundsätzliche Aufteilung und ich werde es ein bisschen kommentieren. Schauen wir uns kurz in dieser Skizze an, was diese traditionelle Welt macht, ja, die Sie kennen. Traditional Windows Apps and Services. Wir haben bisher, waren wir gewohnt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Webanwendungen zu bauen mit HTML, mit CSS, mit JavaScript, vielleicht in Silverlight, mit XAML und alles das läuft dann in der Microsoft-Welt natürlich in einem Internet Explorer, Gerüchten zufolge auch in anderen Browsern. Wir haben die mittlere Welt, die wir aus Managed-Sicht kennen, C-Sharp, Visual Basic, F-Sharp, was auch immer, wo wir XAML zur Verfügung haben für die WPF, wo wir das volle .NET-Framework zur Verfügung haben in den Versionen 1, 2, 3, 4, 4, 5 und die dann auf der Common Language Runtime aufsetzt. Und selbstverständlich haben wir auch weiterhin die Möglichkeit gehabt, C++-Anwendungen zu bauen, ja, wo wir dann Microsoft Foundation Classes oder dergleichen verwenden und unsere Windows-Anwendung mit C++ bauen. Und jetzt kommt dieser grüne Teil dazu und der ist doch neben dem bisherigen. Also auch diese zwei Welten, die wir als Benutzer wahrnehmen, nehmen wir eigentlich auch als Entwickler wahr. Und wenn wir uns da die mittlere Schiene anschauen, dann sehen wir haben weiterhin die Möglichkeit mit C-Sharp und Visual Basic unsere Anwendungen zu bauen. Also wir haben trotzdem auch dort .NET bis zu einem gewissen Grad im Spiel. Klar, wir haben Garbage Collector und alles das. Wir brauchen einen Teil der Common Language Runtime auch unter dieser Windows 8 Welt. Aber ganz entscheidend ist da unten diese Windows Runtime, diese Laufzeitumgebung für Windows 8 Apps. Und diese Windows Runtime ist jetzt vom Denken her letztendlich auch nichts anderes als so ein .NET-Profil, eine eingeschränkte Funktionalität des .NET-Frameworks, die wir da zur Verfügung haben.
aber technisch gesprochen komplett neu. Nativ ins Betriebssystem implementiert. Also unmanaged Code in dieser Windows Runtime, was zum Beispiel im Bereich Performance natürlich Vorteile hat und was auch Vorteile gebracht hat in Bezug auf ein mögliches Redesign. Ja, gerade im Hinblick auf asynchrone Programmierung, wo man eben, wie wir es gerade gehört haben, auch versucht hat, alle Funktionalitäten, die länger dauern, nur mehr asynchron zuzulassen. Ja, alle diese Dinge haben in dieser Windows Runtime verwirklicht. Jetzt muss man nur sagen, aus meiner Sicht zumindest, als .NET-Entwickler wäre es nicht nötig gewesen. Ja, also wir kriegen da jetzt eine neue Komponente vorgesetzt sozusagen, die uns jetzt als .NET-Entwickler nicht wahnsinnig viele Vorteile bringt. Ja, also wir wären genauso glücklich gewesen, wahrscheinlich wäre diese Windows Runtime letztendlich das gewohnte .NET gewesen. Ein Grund, warum Microsoft sich vielleicht dafür entschieden hat, ist nicht in dieser mittleren Spalte bei C# und Visual Basic zu suchen, sondern eher links und rechts davon. Betriebssysteme werden ganz, ganz häufig, gerade im Smartphone-Bereich natürlich, an der Anzahl der Apps im Store gemessen. Ja, die Anzahl der Apps ist ein entscheidendes Kriterium. Windows Phone wird immer geprügelt dafür, weil ja noch so wenig Apps im Store sind. Ja. Was mir der 17. Biertrink-Simulator bringt, ist sei dahingestellt, aber die Anzahl an Apps ist eine wesentliche Kennzahl. Und ich denke, dass Microsoft einfach versucht hat, auch mit dieser Windows Runtime andere Entwicklergruppen anzuzapfen. Und das heißt, es ist möglich, so eine Windows 8 App nicht nur mit C# und Visual Basic zu schreiben, sondern eben auch mit Web-Technologien, mit HTML als UI-Layer sozusagen und mit JavaScript dahinter, mit dem man den Code schreibt. Und das Spannende ist, ich kann jetzt von JavaScript aus im Prinzip alles das ansprechen aus der Windows Runtime, was ich auch aus C# und Visual Basic ansprechen kann. Also so Dinge wie ein Kamerazugriff, Sensorzugriff auf GPS und dergleichen, aufs Filesystem, alle diese Dinge, Steuerelemente, die mit der WinRT mitkommen, alle die kann ich in JavaScript und HTML genauso verwenden. Es ist eine First-Citizen-Sprache für Windows 8 Apps. Das ist nicht abgespeckt irgendwie. Ja? Das kann die volle Funktionalität der WinRT verwenden und ich baue dann damit eine Windows 8 App. Und die Chance, die man in dem Sektor sicher hat, ist, dass es einfach ungleich mehr Webentwickler gibt, Leute mit Kenntnissen im Bereich HTML und JavaScript, als es vielleicht C-Sharp-Entwickler gibt. Ja, und die ins Boot zu holen, denen die Chance zu geben, auch in dieser Windows 8-Welt mitzuspielen, ist natürlich aus Sicht von Microsoft sicher eine kluge Entscheidung. Aus Sicht eines .NET-Entwickler vielleicht nicht unbedingt notwendig, wenn wir ohnehin nicht mit JavaScript entwickeln wollen. Und auch nach rechts geht es noch weiter, nämlich in der C++-Schiene. Ich kann mit C und C++ eine Windows 8-App schreiben, ein Revival von C++, ja, das da erlebt wurde, das natürlich einerseits auch wieder Performance-Themen haben kann, wann immer es um Performance geht, kann Sinn machen, C++ einzusetzen. Das aber natürlich genauso gut auch diese Entwicklergemeinde wieder erhöht. Ja? Microsoft intern in Redmond hat extrem viele C++-Entwickler weiterhin sitzen und die Sprache ist weitaus nicht tot natürlich. Das Schöne, und das möchte ich noch kurz erwähnen, ist, ich kann jetzt in C++ XAML verwenden. Das XAML, das wir aus der WPF kennen, diese Beschreibungssprache für User Interfaces, die kann ich jetzt plötzlich, weil es in der Windows Runtime sozusagen mitkommt, auch aus C++ ansprechen. Und das ist schon klasse. Ja, also da kann man sich nochmal zurücklehnen und sagen, was ist jetzt eigentlich noch der Unterschied zwischen einer C-Sharp-App, die im Wesentlichen eh nur UI-Layer ist und Daten irgendwo abholt und bindet, und einer C++-App, die selbiges tut, wenn ich XAML unter C++ zur Verfügung habe. Also gönnen Sie sich vielleicht einmal den Versuch, laden Sie sich aus den Samples einmal eine C++-App herunter und schauen Sie mal drüber. Es schaut nicht so wahnsinnig anders aus, als das, was man C# kennen. Die Sprachen sind ja nicht komplett unterschiedlich. Und wenn es dann Performance-Vorteile bringt, vielleicht macht es manchmal Sinn, auch auf C++ zu setzen. Also Quintessenz des Ganzen ist, es hat sich unter der Haube viel, viel getan, ja, in der Windows Runtime. Und trotzdem hat man versucht, es für einen Programmierer, für einen .NET-Entwickler möglichst komfortabel zu lassen. Ja, da gibt es so einen sogenannten Language Projection Layer, heißt der, der dafür sorgt, dass diese Windows Runtime, je nachdem, ob ich aus JavaScript drauf zugreife oder auf C# oder von C++, dass sich die WinRT so anfühlt, wie das der Entwickler gewohnt ist. Ja,
Das sind so Kleinigkeiten wie Groß-Kleinschreibung zum Beispiel, dass ich in JavaScript eine Methode mit einem kleinen Buchstaben gerne hätte am Beginn und in .NET hätte ich es gern mit einem großen Buchstaben. Alles das hat sich Microsoft Gedanken gemacht und somit ist es für uns als .NET-Entwickler jetzt keine komplett neue Welt. Ja, wir fühlen uns relativ schnell wohl in der Windows 8-Welt, aber unter der Haube hat sich viel geändert. Und mitgekommen ist mit dieser Windows Runtime alles das, was wir brauchen, um Windows 8-Apps zu entwickeln. Also die WinRT ist jetzt nicht per se dazu angetreten, .NET abzulösen, ja, auf keinen Fall, sondern bringt nur die Teile mit, die für Windows 8 Apps notwendig sind, inklusive XAML natürlich und aller Windows 8 Features, die wir so brauchen können, um eine begeisternde App zu bauen. Und natürlich der Store. Ganz wichtig, Apps kann ich über den Store bewerben, ich kann den Kauf über den Store abwickeln, ich kann die Installation abwickeln, Update-Szenarien abwickeln. Alles das kann ich über den Store abwickeln oder um es anders zu sagen, ich muss. Ja? Das ist für viele, gerade im Business-Bereich, durchaus eine unangenehme Einschränkung. Und das muss ist auch nicht so hart zu sehen, aber die Alternativen, wie ich eine App ohne den Store rüberbringe, die sind noch endenwollend. Die sind nicht wirklich einfach, die machen wahrscheinlich auch nur Sinn für wirklich große Firmen, so dass wir jetzt sagen, wir bauen eine App und ich gehe zu 10 Rechnern hin und installiere das dort mal schnell. Das ist jetzt nicht wirklich vorgesehen, ja, aus der Windows 8 Sicht. Der Standardweg ist über den Store. Ja. Okay, was ich Ihnen jetzt versprochen habe, ist, ich möchte Ihnen einige Entscheidungskriterien mitgeben, ja, die Sie vielleicht brauchen können, wenn Sie jetzt vor einem neuen Projekt stehen und überlegen, gehe ich auf Windows 8 App oder gehe ich auf meinen klassischen Weg, die Ihnen vielleicht einfach helfen, da durch diesen Dschungel ein bisschen durchzufinden und für sich selbst zu entscheiden, ob nicht Ihre Anwendung für Windows 8 gut geeignet ist oder eben nicht. Schauen wir uns da ein paar Punkte an. Erster Punkt. Multi-Device. Ja, ich habe es schon erwähnt, das ist ein starker Fokus, den Windows 8 mit sich bringt. Und wenn wir uns überlegen, wie aufwendig es bisher wäre, jetzt da eine Anwendung zu bauen, die auf unterschiedlichen Geräten läuft, dann ist das nicht besonders einfach mit reinem .NET. Ja. A, weil es kaum Geräte gibt, die wirklich tauglich sind dafür. Dann muss ich vielleicht Plattform wechseln und sagen, für mobil gehe ich auf Android oder gehe ich auf iOS und für meine Desktop-Anwendung habe ich Windows. Da kann ich den Code wieder nicht sharen und dergleichen. Das wird jetzt einfacher. Also wenn Sie eine Anwendung bauen, die einen Vorteil dadurch hat, dass sie auf mehreren Devices läuft, dann macht es absolut Sinn, um sich das Thema Windows 8 natürlich genauer anzusehen, weil Sie ganz viel geschenkt bekommen. Ja? Settings, die irgendwie über die Cloud synchronisiert werden, der ganze Deployment-Prozess über den Store, der vereinfacht einiges. Und ich glaube, dass man sich dem nicht verwehren kann. Bill Gates ist irgendwann einmal belächelt worden für diese Aussage, dass er glaubt, es gibt irgendwann einen PC je Haushalt. Die Aussage hat irgendwie nur recht kurz gehalten, weil kaum hat jeder Haushalt einen PC gehabt, waren es schon mehr als einer eigentlich, weil wir das alle erleben. Wir haben einen Laptop, wir haben einen PC wahrscheinlich im Büro, wir haben unser Smartphone eingesteckt, wir haben ein Tablet, das Ganze hat die Freundin ein zweites Mal. Wir haben extrem viele Devices eigentlich je Haushalt und in Wirklichkeit möchte ich ja das nächstgelegene Device einfach nehmen und mit dem die Arbeit erledigen. Ja? Und das kann für Sie heißen, wenn Sie eigentlich in diesem Desktop-Sektor zu Hause sind, dass es schlichtweg schon aus Kundenbindungssicht wichtig ist, auch diese Zielgruppe da unten zu bedienen. Ja, dass Ihre Kunden sagen, hey, wir haben eine tolle Desktop-App oder Desktop-Anwendung, die mögen wir, aber sie haben nichts für Tablets und dann gehen wir dort zum Konkurrenten. Ja, und vielleicht sogar wieder zurück auch am Desktop-Rechner zum Konkurrenten. Also es kann durchaus abseits vom Geldverdienen vielleicht Sinn machen zu sagen, zusätzlich zu meiner Desktop-Welt biete ich meinen Kunden auch im Tablet- und Smartphone-Sektor Alternativen an. Zweiter Punkt natürlich, auch wenn ich schon erwähnt habe, dass es keine strikte Trennung ist und kein Multitouch nur auf Windows 8 und Maustastatur nur auf anderen Systemen, so ist es doch ein Entscheidungskriterium, denke ich. Diese ganze Windows 8 Designwelt ist einfach ausgelegt für Touch und ich denke, man muss sich bei Anwendungen immer die Gedanken machen, welche Benutzungsform jetzt die geeignetste ist. Das können wir jetzt, weil wir einfach mehr Devices zur Verfügung kriegen. Ja, wir kriegen viele Laptops mit Multitouch-Support, wir kriegen Monitore mit Multitouch-Support und deswegen kann es jetzt auf einmal für eine ganz gewöhnliche Anwendung durchaus auch Sinn machen, sich was im Bereich Multitouch zu überlegen.
Und typischerweise ist es so, dass alle Anwendungen, die viel mit Dateneingabe zu tun haben, ja, irgendwelche Datenbanksysteme, wo ich viel zu tippen habe, wo ich auch versuche, möglichst viel natürlich auf einem Screen unterzubringen, wo vielleicht während eines Telefonats alle möglichen Dinge beachtet werden müssen. Immer dann ist Maus und Tastatur ja nicht verboten. Ja, das macht durchaus Sinn, in diesen Fällen natürlich weiterhin auf die Tastatureingabe zu setzen. Nicht immer ist Touch der geeignete Weg. Aber Touch eignet sich ganz gut für Navigation durch Daten. Ja, wann immer ich so eine Leseansicht mehr abbilden möchte, wann immer ich gewisse Navigationen zum Beispiel durch Landkarten umsetzen möchte, die sind extrem intuitiv mit Touch und viel, viel intuitiver als mit einer Maus, die ich da 17 Mal versuche, über den Bildschirm zu ziehen, kann ich da mit Multitouch viel lösen. Wie schon erwähnt, ist vielen nicht aufgefallen, aber seit .NET 4.0 hat die WPF Multitouch Support. Also jede Combo-Box, die sie in 3.5 versucht haben, war noch im Prinzip ohne Multitouch-Support, hat rein bei Touchscreens vielleicht die Maus simuliert, aber war absolut unbrauchbar. Und seit .NET 4.0 hat es Multitouch-Support. Also jede Combo-Box, die Sie auch jetzt in der WPF seit .NET 4 einsetzen, funktioniert einmal mit Multitouch auf geeigneten Hardware-Geräten. Was ich auch noch mitgeben möchte als Gedankenexperiment ist, dass Touch nicht unbedingt gleich benutzerfreundlich ist. Mein Eindruck ist, es gibt ganz, ganz wenige Gesten und Touch-Gesten, die wirklich intuitiv sind. Und das vergessen viele auch, weil es schnell einmal heißt, ja, Touch ist super intuitiv. In Wirklichkeit gibt es ganz wenig. Das Hin- und Herschieben und Drehen und größer, kleiner, das ist noch recht okay und das sind wir alle gewohnt. Aber wir rufen sehr Hilfe auf, zum Beispiel mit Touch. Ja? 3, 4 Fingergesten, das ist nichts anderes, als dass ich es lernen muss. Ich muss wissen, dass es die gibt. Deswegen bin ich zum Beispiel vom iPad auch sehr schnell verloren, weil ich viele Gesten einfach nicht auswendig kenne. Und das ist nichts anderes, als dass ich einen Doppelklick lernen muss, muss ich halt dann dort die 3-Fingergeste lernen. Ja. Macht aber jetzt im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit nicht wahnsinnig viel wett. Oder um es anders zu sagen, in einer Windows-Anwendung habe ich wenigstens mein Menü gehabt, wo ich noch sehen habe können, welche Funktionalitäten es gibt und da habe ich draufgeklickt dann. So habe ich auf einmal weiße Fläche und muss im Benutzerhandbuch nachlesen, welche Geste denn die adäquate ist, damit ich diese Funktionalität aufrufen kann. Ein weiteres Thema ist das Thema Betriebssystem. Klingt banal, aber Windows 8 Apps laufen ausschließlich auf Windows 8. Also keine Windows 8 App wird jemals auf Windows 7 laufen. Umgekehrt schon, Windows 7 Anwendungen laufen unter Windows 8, zumindest in dieser vollen Version. Aber eine Windows 8 App wird unter Windows 8 ausschließlich laufen und hoffentlich unter Windows 9. Mal schauen. Und das ist ein recht wesentliches Entscheidungskriterium für ganz viele, glaube ich. Ganz viele sagen, hey, die Welt ist cool und wir möchten auch innovativ sein und wir möchten ein Zeichen setzen und wir möchten auf diesen Windows 8 Zug aufspringen. Aber wir haben im Moment einen Markt von 2,3%. Bis wir fertig sind, sind wir vielleicht sind wir bei 10%. Aber was tun wir mit diesen ganzen Windows 7, Windows XP Rechnern da draußen? Wir können nicht ausschließlich auf diese Windows 8 Welt setzen. Und ich möchte Ihnen kurz zwei Beispiele zeigen, wie man vielleicht trotzdem auch jetzt schon diesen Windows 8 Weg einmal beginnen kann, ohne ausschließlich auf Windows 8 zu setzen. Die Variante 1 ist, so wie es zum Beispiel OneNote gemacht hat. Interesse halber, wer setzt von Ihnen OneNote ein? Das ist so ein Stiefkind ein bisschen, ja, 2, 3, 4, 5. Eigentlich eine coole Anwendung, aber sie kennt irgendwie keiner. OneNote hat folgenden Weg eingeschlagen. Man hat diese klassische Office OneNote Anwendung, die im Desktop-Bereich anstartet. Wenn ich die einmal öffne, dann habe ich da genau das gewohnte Bild. Ich habe meine Notizbücher, da kann ich herumklicken, kann mir die anschauen, kann Kommentare hinzufügen, natürlich sehr optimiert auch für Tastatureingabe. Ich kann da jetzt jederzeit hinklicken und einfach zum Tippen anfangen. Das ist OneNote im Desktop-Bereich, so wie wir sie kennen. Das einzige, oder das einzige nicht, aber ein wesentliches Feature, das hinzugefügt wurde, ist SkyDrive-Integration. Also OneNote kann sehr, sehr gut mit SkyDrive sprechen, kann Dokumente in SkyDrive abspeichern, als wäre es meine lokale Festplatte. Und kümmert sich für mich um die Synchronisierung. Ja, das sind diese grünen Kreise da mit dem Haken. Das zeigt er mal an, er hat das jetzt erfolgreich synchronisiert. Ich brauche mich eigentlich darum nicht wirklich kümmern. Und ich habe immer meine aktuellste Version auf SkyDrive liegen. Und diese eine
dieses eine Feature, dieses Erweitern um SkyDrive-Funktionalität ermöglicht jetzt natürlich, dass irgendeine Windows 8 App herkommt und sagt, okay, ich hole mir das jetzt wieder von SkyDrive herunter und zeige es in einer Windows 8 App an. Und genau das hat OneNote gemacht. Wenn ich jetzt die OneNote App öffne, dann haben wir da eben eine auf Touch optimierte Variante, Fullscreen mit Windows 8 Designsprache. Ich kann da jetzt quasi besser mit Fingern navigieren, habe große Tasten, die ich drücken kann und kann aber im Wesentlichen genau dasselbe tun, was ich auch in der vollen Anwendung machen kann. Aber eher ist es natürlich optimiert für den Lesemodus. Also das, was ich auf Tablets vielleicht eher machen möchte. Ich bereite mir irgendeine Besprechungsunterlage vor auf meinem PC, klappe den zu, schnapp das Tablet, gehe in den Zug und kann dort die Präsentation noch mehr durchschauen, kann noch mehr annotieren, kann natürlich auch bearbeiten, kann da irgendwelche Zugriff auf Kamera und dergleichen versuchen und habe damit eine Windows 8 App am Start, ohne meine Desktop-Welt zu verleugnen und habe beide Welten auch im Boot. Ja, die Desktop-Welt für alle Windows 7 abwärts und für alle ab Windows 8 biete ich ihnen zusätzlich so eine App an. Und es hängt jetzt natürlich maßgeblich davon ab, wie Sie Ihre Anwendung bisher von der Architektur her gestaltet haben. Aber wenn Sie schon ein bisschen in Richtung serviceorientierte Architektur gedacht haben, dann ist so eine Windows 8 App kein Mega-Aufwand. Ja, wenn es gerade darum geht, dass es eher so eine Leseansicht ist vielleicht und nicht das volle Feature-Set der Desktop-Anwendung mitbringt, dann kann man das durchaus in einem vertretbaren Aufwand bereitstellen und man hat einfach die Kunden dann am Boot. Ja. Kann ja auch umgekehrt sein, dass sich ein Kunde über den Store die App runterlädt und sagt, oh, da gibt es auch eine Desktop-Anwendung, ja, die kaufe ich mir auch. Eine zweite Möglichkeit, die kurz aus der Praxis plaudern möchte, ist, dass man versucht, Single Source zwischen Windows 8 App und Windows Desktop-Anwendung zu betreiben. Kurz das Szenario, wir entwickeln gerade an einer Software für den Therapiebereich, wo wir gesagt haben, also da geht es um kognitives Training, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, alles diese Dinge. Und wo wir gesagt haben, wir möchten unbedingt auf diesen Windows 8 Zug aufspringen. Ja? Gleichzeitig aber natürlich die ganze Medizinbranche, die Therapie, der Therapiesektor ist jetzt nicht wahnsinnig vollständig schon auf Windows 8 umgestiegen. Ja? Also da muss man durchaus damit rechnen, Windows 7 oder früher anzutreffen. Und da kann man schon froh sein, wenn ein Flachbildschirm dort steht in Wirklichkeit. Und deswegen haben wir gesagt, aus Marktsicht können wir jetzt auf keinen Fall ausschließlich auf Windows 8 setzen. Geht nicht. Ja, also können wir machen, aber wir scheitern einfach. Wir müssen unbedingt die Desktop-Welt mitbringen. Und der Holger Schwichtenberg hat es heute schon kurz gezeigt, es gibt diese Portable Libraries, also Möglichkeit, um Code zu bauen, der quasi dieses Subset aus der Desktop-Welt und aus der App-Welt mitbringt. Und mit diesem Subset kann man zumindest so in einer MVVM-Architektur, wenn Sie die kennen, vielleicht Model View View Model Architektur, durchaus große Teile in so einer Portable Library entwickeln und sehr, sehr wenig Bereiche dann wirklich plattformspezifisch entwickeln. Also sehr, sehr wenige Bereiche in der Desktop-Welt oder in der App-Welt. Das hängt stark vom Szenario ab, keine Frage. Ja? Wird nicht immer möglich sein. Aber es gibt diese Optionen und wir haben einfach jetzt damit die Chance, eigentlich aufs Knöpfchen zu drücken und zu sagen, machen wir doch bitte die Anwendung jetzt einmal als Windows 8 App und machen wir es einmal als Windows Anwendung. Und die eine verkaufen wir ganz gewöhnlich über CD verschicken im Kuvert und die andere über den Store. Und das ermöglicht einfach natürlich ein riesen Marktpotenzial. Ja? Wir haben diese eine Welt, die gewohnt ist und die andere, wo wir einfach vielleicht Kunden erreichen können, an die wir nie gedacht hätten. Irgendwelche Eltern, die für ihre Kinder einfach ein sinnvolles Spielchen herunterladen wollen für den Urlaub und wo man dann vielleicht über eine zusätzliche Schiene einfach Geld machen kann. Also es ist nicht zwingend ein Entweder-Oder, aber man muss ein bisschen Gedanken investieren, wie man vielleicht beide Welten abdecken kann. Und im Zweifelsfall muss man einfach wissen, dass Windows 8 Apps nur unter Windows 8 laufen. Das Anwendungsszenario spielt eine wesentliche Rolle. Klingt auch banal. WinRT, die Windows 8 Apps, sind ausschließlich dazu gemacht, Windows 8 Apps zu bauen. Wenn Sie eine Webanwendung bauen möchten, wenn Sie Konsolenanwendungen bauen möchten, wenn Sie serverseitiges WCF verwenden wollen, immer dann sind wir mal unbedingt auf der linken Seite unterwegs. Alles das, diese Namespaces sind schlichtweg nicht verfügbar in der WinRT. Soweit so nachvollziehbar. Das, was ich noch mitgeben möchte, ist, ich habe das Gefühl,
dass man sich auch immer gut überlegen muss, ob jetzt eine App wirklich das Geeignete ist. Ja? Es sind da draußen, nicht nur im Windows-Umfeld, ganz, ganz viele Apps, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, hat man denen jemals erzählt, dass es auch Webseiten gibt oder was bringt mir diese App? Ja? Also ganz viele Apps sind in Wirklichkeit ein Wrapper von Content, den ich genauso gut auf der Website lesen kann. Und dann muss ich sagen, was bringt mir das, wenn ich mir die App herunterlade? Das Ganze wird getoppt noch ein bisschen durch diese Idee, ich baue eine HTML5-App und die kann ich dann ja recht leicht auf dem iPad und auf Android und auf Windows 8 und überall laufen lassen. Ich persönlich finde, das macht nicht allzu viel Sinn, weil es funktioniert vielleicht überall irgendwie, aber begeistern wird es keinen. Der iPad-User fühlt sich nicht wirklich wohl, weil er sagt, das schaut nicht so aus, wie man das vorstellt und es funktioniert auch nicht mit den Gesten so, wie man das vorstellt. Der Windows 8-User sagt selbiges, wir werden später ein paar Windows-Features sehen, die dann halt nicht unterstützt werden von sowas. Also macht manchmal vielleicht Sinn, aber ich möchte einfach nur mal betonen, man soll sich überlegen, ob die App tatsächlich an Businesswert auch für den Kunden bringt. Oder um es vielleicht ein bisschen lustiger zu formulieren, ein XKCD-Comic. Want to visit an incomplete version of our website where you can't zoom? Download our app. Ja, das ist so das Mantra, wo ich das Gefühl habe, wo sehr viele Apps im Store sind, die sich eigentlich überlegen sollten, ob die App das geeignet ist. Datenbankzugriff, eher ein K.O.-Kriterium möglicherweise für die Windows 8-Entwicklung. Man hat sich, wie gesagt, in der WinRT dafür entschieden, nur die Teile hineinzunehmen, die für Windows 8-Apps Sinn machen. Und man hat sich dafür entschieden, dass Datenbankzugriff keinen Sinn macht für Windows 8-Apps. Mutiger Schritt an dieser Stelle. Der einzige, also Best Practice und gleichzeitig einzige Practice ist der Zugriff auf die Daten über Services. Also Web-Services, die ich vielleicht selbst anbiete über meine serviceorientierte Architektur. Oder so Dinge wie OData. Ich weiß nicht, wer sich mit OData schon ein bisschen beschäftigt hat. Das ist ein Standard, wie ich per HTTP, GET-Befehle, Post, wie auch immer, im Prinzip Daten austauschen kann. Und es gibt Möglichkeiten, wie ich beispielsweise eine Anwendung, eine Datenbank per OData freigeben kann, unter Anführungszeichen. Ja, also wie ich auf eine Datenbank im Prinzip keine Select-Statements mehr ausführe, sondern eben per OData meine Filterkriterien und dergleichen spezifiziere und die Daten dann als REST-Service zurückbekomme. Tatsache ist aber allerdings, wir haben eben kein ADO.NET zur Verfügung und somit ist zum Beispiel Offline-Fähigkeit jetzt nicht wirklich trivial zu lösen. Also ich kann jetzt nicht einfach einen SQL-Server installieren auf der Maschine und sagen, greif mal aus der App drauf zu. Ja? Geht schlichtweg nicht. Gibt Workarounds, gibt Möglichkeiten, gibt SQL-CE zum Beispiel als dateibasierte Datenbank, die man ansprechen kann. Aber so der direkte Zugriff ist nicht möglich. Wenn das wirklich ein großes Thema ist für Sie, dann müssen wir zumindest auf Windows 9 warten. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ein Thema, das man nicht übersehen darf, aus meiner Sicht Drittanbieter-Controls. Ganz wichtig, wir sind gewohnt aus der .NET-Welt, dass wir sehr, sehr viel Community, sehr, sehr reichhaltige Steuerelemente haben. Wir haben Open-Source-Plattformen, wo wir nahezu jedes Steuerelement irgendwie finden können, runterladen und einfach verwenden in unserer Anwendung. Wir haben reichhaltige Hersteller, die um gutes Geld Steuerelemente anbieten, aber dafür auch Support leisten, Lizenzierung ermöglichen. Und da gibt es einfach ganz viele Dinge, die man nicht selbst bauen möchte. Ja? Irgendwelche ausführlichen Grid-Charting-Komponenten, Rich-Text-Editoren, Barcode-Scanner, alles diese Themen. Das kann oft nur ein kleiner Punkt in der Anwendung sein und wo man aus der .NET-Welt kommend sagt, naja, da wird schon irgendeine Komponente geben. Ja? Und wo man dann auf einmal in Windows 8 steht und sagt, gibt es noch nicht. Ja, und das kann natürlich das Scheitern des Projekts sein, wenn ich auf einmal für so ein Feature selbst ein paar Wochen entwickeln muss. Man muss allerdings sagen, in den letzten Wochen oder eigentlich seit dem Start von Windows 8 hat sich da natürlich sehr, sehr viel getan. Alle großen namhaften Hersteller sind aufgesprungen auf den Zug. Das ist natürlich für die genauso ein Potenzial, neue Lizenzen zu verkaufen. Und es gibt wirklich schon sehr, sehr viele gute Steuerelemente, die man zukaufen kann und die Arbeit gut erledigen. Aber man sollte es einfach checken. Ja, wenn Sie irgendein so ein ausgefalleneres Steuerelement benötigen, checken es kurz vorher mal, ob Sie geeignete Drittanbieter-Controls finden. Ein paar Windows 8 Features an dieser Stelle und das spielt jetzt noch einmal rein in die Thematik, wie bringe ich eine App zusammen, die wirklich
den Kunden begeistert, wo der Kunde einen Sinn darin sieht, dass er sich jetzt die App herunterlädt und wo eine Website einfach irgendwie an seine Grenzen stößt. Und viele dieser Themen werden wir im Laufe des Tages in anderen Sessions sehen, wie sie in Visual Studio implementiert werden. Zum Beispiel Live-Tiles gibt es einen eigenen Vortrag, der sich fast ausschließlich um Tiles, Toasts und Notifications kümmert. Ich selbst werde am Nachmittag auch kurz herzeigen, wie man Live-Tiles aktualisieren kann. Live-Tiles sind genau diese bunten Kacheln am Startbildschirm, die jetzt einen Zusatznutzen haben können. Also nicht nur so ein stupides Icon, wie wir das aus den früheren Welten gekannt haben, sondern Sie sehen es, das bewegt sich ständig. Da sehe ich dann irgendwelche Mails bereits in der Vorschau. Ich sehe meine nächsten Kalendereinträge, ich sehe Bilder, ich sehe irgendwelche Facebook-Nachrichten, was auch immer. Und diese Aktualisierung kann ich natürlich in meiner App nützen und sollte ich auch nützen, weil es einfach den Benutzer einlädt, dazu drauf zu klicken auf die App, ja, einmal wieder hineinzuschauen. Ich kann diese Aktualisierung auf verschiedenste Arten machen. Die einfachste ist direkt aus der App heraus per API-Call. Einfach sobald die App gestartet wird, sagen wir, aktualisieren unser Live-Tile. Zweite Variante, ich kann sogenannte Scheduled Live-Tiles nehmen. Das heißt, ich gebe eine gewisse Uhrzeit an, zu der ich die Aktualisierung durchgeführt haben möchte. Ich möchte, dass heute um 18 Uhr das Live-Tile wechselt auf genau dieses neue Live-Tile. Zum Beispiel für Kalender oder dergleichen. Dann könnte ich haben wollen, dass ich periodisch benachrichtigt werde. Das kann ich jetzt nicht im Millisekundentakt machen, aber doch in einer Regelmäßigkeit, sodass meine App immer wieder gefragt wird und gesagt wird, hast du neue Informationen für uns, sollen wir das Live-Tile aktualisieren? Und der vierte und auch komplizierteste Möglichkeit ist per Push-Notifications. Das heißt, ich kann aus zentraler Stelle über einen Webservice alle Live-Tiles per Push-Nachricht aktualisieren, was natürlich auch tolle neue Lösungen ermöglicht, ja, in der Live-Ticker oder dergleichen, den ich da anbinden kann. Wer an dem Interesse hat, das ist nicht so trivial zum Selbstentwickeln. Es gibt aber mit Windows Azure Mobile Services eine ganz tolle Unterstützung, mit der man so einen Service relativ einfach hochziehen kann und Live-Tiles per Push-Notifications aktualisieren. Und für diese Live-Tiles habe ich dann zahlreiche Visualisierungstypen, die ich verwenden kann. Also ich kann das nicht komplett frei designen. Sie schauen ja auch alle sehr ähnlich aus und das ist ja durchaus gewollt. Es gibt aber eine reichhaltige Auswahl an Live-Tiles und ich habe da den Link reingestellt, wo man diese Informationen findet. Zweiter Punkt, der Share-Contract. Ein Windows 8-Feature ist dieser Share-Contract und der kommt zum Vorschein, wenn ich da von rechts mit der Maus hereinfahre und diese Charms-Leiste zum Vorschein kommt, oder wenn ich Windows C drücke. Einer meiner Lieblings-Shortcuts in Windows 8, Windows C, weil dieses rechte obere Pixel zu treffen, finde ich ehrlich gesagt etwas mühsam. Mit Windows C kommt selbige Leiste und ich habe dann diesen Teilen-Button da zur Verfügung. Und ich zeige das vielleicht auch kurz her, was der macht. Starten wir irgendeine App, Internet Explorer App, und sagen wir da Teilen. Und Teilen ist jetzt, böse Zungen behaupten, Teilen ist eine Zwischenablage und sie ist ja nicht weit weg. Es ist ein bisschen intelligentere Zwischenablage. Ich kann in meiner App Daten zur Verfügung stellen, ja, im aktuellen Kontext und kann auch mitgeben, was für ein Datentyp das ist. Ob das jetzt reiner Text ist, vielleicht formatierter Text ist, ein Bild ist, ob es eine Datei ist, alles das kann ich ihm nur mitgeben und ich share aus meiner App heraus den Content. Und wenn dann der Anwender auf Teilen klickt, dann sieht er, alle Apps, die behaupten, mit diesem Content umgehen zu können. Also, wenn ich ein Bild share, alle Apps, die behaupten, mit Bildern gut arbeiten zu können. Und das ermöglicht jetzt quasi Datenaustausch zwischen diesen Apps. Die Apps sollen nicht nur so Insellösungen sein, wo keiner mit der anderen spricht und keiner von der anderen was weiß, sondern Apps sollen sich da in diesem Sinne öffnen und in dieses Windows 8 Ökosystem sozusagen integrieren und Daten austauschen mit anderen Apps. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel auf die Mail-App klicke, dann holt sich die den Content, fügt den irgendwie da unten schon ein. Ich brauche nur meinen Empfänger eingeben, klicke auf Senden und das Mail ist draußen. Was mir dieses Feature ermöglicht, ist meine App, um Zusatzfeatures zu erweitern, ohne dass ich eigentlich einen Aufwand dafür habe. Ich muss ja nur den Weg bis ins Betriebssystem gehen. Das ist denkbar einfach. Das sind wenige Zeilen Code, dass ich meinen Content zur Verfügung stelle. Und alles andere übernimmt dann die nächste App.
Das heißt, Sie haben zum Beispiel plötzlich in Ihrer App Twitter-Funktionalität oder Facebook-Anbindung oder SkyDrive-Anbindung oder Mail-Versenden-Funktionen. Alles diese Dinge, die Sie sonst vielleicht selbst in Ihrer App entwickeln müssten, können Sie möglicherweise abdecken, indem Sie einfach diesen Share-Contract implementieren und sagen, soll doch die Twitter-App damit weiterarbeiten und die Twitter-Nachricht versenden. Soll doch die Facebook-App, die Mail-App, was auch immer, damit weiterarbeiten. Bildbearbeitungsfunktionalität, alles das könnte man eben, wenn es dieses Spiel von mehreren Apps gemeinsam gibt, damit abdecken. Und insofern denke ich, ist es absolut wichtig, sich diesen Share Contract zumindest als Quelle anzusehen, ja, und Daten anzubieten. Selbiges ist die Search Contract in Windows 8. In Windows 8 gibt es eine zentrale Suche, in die ich mich hineinhängen kann. Ich kann als App-Entwickler sagen, meine App bietet genauso Suchergebnisse an. Wie der Windows C oder gleich Windows Q, dann komme ich nämlich direkt in die Suche hinein und suche da zum Beispiel nach Frankfurt. Und abhängig davon, welche App ich da unten jetzt auswähle, sucht er dann in dieser App nach dem Suchbegriff. Also zum Beispiel klicke ich auf die Bing-App und ich kriege Suchergebnisse über Frankfurt aus Bing geliefert. Ich kann auf die Karten-App klicken und die Karten-App macht nichts anderes als Frankfurt am Main in der Karte zu suchen. Oder ich klicke auf die Reisen-App vielleicht und die Reisen-App liefert mir jetzt aktuelle Reiseinformationen zu Frankfurt. Das ist einerseits ein nettes Feature aus Usability-Sicht. Der Benutzer muss ein einziges Mal lernen, dass Windows Q oder diese Suche rechts oben zur Suche führt. Und kann sich damit quasi, gewohnt sich damit, nicht jede App baut die Suchfunktionalität irgendwo anders ein. Und zweitens ist es, denke ich, auch ein spannender Weg, wie man zu der eigenen App finden kann. Also so dieses Denken, ich gehe nicht auf den Desktop und doppelklicke die Apps nach der Reihe durch und starte sie alle, sondern ich komme eigentlich über die Suche, ich möchte irgendwas tun und merke, dass diese eine App möglicherweise mir helfen kann und starte erst durch die Suche die App dann letztendlich. Also auch der Search Contract könnte so ein Unterscheidungsmerkmal sein, um eine gute App zu bauen. Weiteres Thema, File Open Picker. Man kann sich in diesen Datei öffnen und Datei speichern Dialog hineinhängen quasi und sagen, ich biete genauso Daten an oder ich kann Daten in Empfang nehmen und irgendwo abspeichern. Macht jetzt nicht für jede App einen Sinn, aber durchaus für viele Apps. Auch da nur ein kurzes Beispiel. Gehen wir vielleicht in den Benutzerdialog hinein und versuchen wir unseren Lockscreen zu ändern. Ich klicke da auf Durchsuchen und komme jetzt auf genau den Dateiauswahl-Dialog. Und standardmäßig würde ich jetzt da auf meiner Festplatte suchen können nach Bildern, das sind wir gewohnt. Ich kann aber, wenn ich da oben drauf klicke, eben auch in anderen Apps, aus anderen Apps-Dateien öffnen. Also ich kann sagen, ich möchte eine App öffnen aus SkyDrive. Ja? Jeder Dateidialog hat plötzlich SkyDrive Funktionalität, ohne dass ich mich anmelden muss, Web und downloaden und irgendwann Desktop zwischenspeichern und dergleichen. Ich kann es aus der Kamera beziehen oder zum Beispiel auch von Bing. Ja. Ich kann auf Bing klicken, habe da schon gesucht nach Frankfurt und nehme irgendein Bild aus Frankfurt, sage Bild auswählen. Der kümmert sich jetzt darum, das herunterzuladen im Hintergrund und im Prinzip ist es für den Benutzer nichts anderes, als hätte er ein Bild auf seiner lokalen Festplatte ausgewählt. Er bekommt eigentlich von diesem ganzen Dateitransfer-Thema nichts mit. Das Schöne am File Picker Contract oder File Open Picker ist, dass ich im Prinzip keine andere Seite brauche, die mir das unterstützt. Beim Share Contract brauche ich immer zwei Seiten. Ich brauche schön, wenn ich die Daten anbiete, aber ich brauche auch irgendwen, der es entgegennimmt. Und der File Open Picker ist doch ein sehr zentrales Element, das ganz, ganz viele Apps einfach verwenden, um Dateien zu öffnen. Und wenn ich mich dort reinhänge, dann habe ich das in allen Apps zur Verfügung. Und letztes Feature, das ich kurz erwähnen möchte, ist das Thema Benutzereinstellungen synchronisieren. Auch nicht so einfach. Im Normalfall war natürlich ein absolutes Killer-Feature für Benutzer, dass sie nicht auf jedem der 7 Devices jedes Mal wieder neu die Formatierungseinstellungen bekannt geben müssen, jedes Mal wieder irgendwelche Grundeinstellungen vornehmen müssen. Wenn ich das möchte, ist es für einen Entwickler denkbar einfach zu sagen, die Einstellung ist ein Roaming-Setting. Und ab dem Zeitpunkt kümmert sich dann Windows darum, dass das über die Live-ID synchronisiert wird und auch den anderen Apps oder der anderen Devices derselben App bekannt gemacht wird.
auch da einfach ein Feature, das ich schnell nutzen kann. In der gewohnten Welt wäre das relativ kompliziert gewesen. Gut, jetzt gibt es da viele neue Features. Es gibt die Windows Runtime. Die Frage ist, wie groß ist der Lernaufwand? Weil wenn ich vor ein halbes Jahr brauche, bis ich mein Team geschult habe, dass es produktiv wird und dann nicht mehr Geld mache vielleicht mit der App, dann wird es einfach kaufmännisch recht wenig Sinn ergeben. Dazu ist zu sagen, wie gesagt, für .NET-Entwickler fühlen sie sich relativ gut an, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Es sind manche Klassen einfach nicht verfügbar noch oder vielleicht für immer. Es sind Namespaces geändert, also man ist jetzt nicht in der vollen Produktivität von der ersten Minute an. Man muss sich wieder Dinge suchen, man verwendet die MSDN wieder, um manches zu finden. Wir haben zwar XAML im Einsatz und da ist einfach die gute Nachricht für alle Entwickler mit WPF-Erfahrung. Die werden sich da sehr, sehr schnell wohlfühlen. Es ist nicht 1:1 das WPF-XAML, aber es ist extrem nahe. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus meiner WPF-Anwendung einen Bereich selektiere und in WinRT, in einer Windows 8-App einfüge und das Ganze bildet, ist durchaus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit belegt. Und natürlich asynchrone Aufrufe. An die muss ich mich gewöhnen. Und ich habe das Gefühl, wir Entwickler sind noch nicht 100% in dieser asynchronen Welt angekommen. Das zeigt ja auch die Idee jetzt, die Microsoft hat, warum man auf einmal gesagt hat, man macht überhaupt keine synchronen Möglichkeiten mehr in vielen Fällen, weil man einfach gemerkt hat, wenn ich die synchrone Variante anbiete und die asynchrone, was nimmt der Entwickler? Ja, die einfachere, die synchrone, selbstverständlich, ja, haben wir alle so gemacht, würde ich meinen. Und erst wann die Telefone heiß laufen, dann wird man sich irgendwann einmal überlegen, ob man nicht vielleicht doch irgendwas asynchron. Da muss in Zukunft sicher, da müssen die Werkzeuge besser werden, da müssen die Debugging-Tools besser werden und da muss vor allem auch das Denken bei uns Entwicklern irgendwie ankommen, asynchron zu programmieren. Und mit Async Await, glaube ich, ist man da einen sehr, sehr guten Schritt schon gegangen in diese Richtung, dass das einfach einfacher wird für uns Entwickler. 9/10, Thema Design. Und da würde ich meinen, das ist ein Thema, das jetzt kein Unterscheidungskriterium vielleicht ist, sondern das ein Thema ist, das uns alle angeht. Ob wir Windows 8 ansonsten komplett ignorieren wollen oder ob wir uns total auf Windows 8 schmeißen wollen. Das Design-Thema wird uns begleiten. Also wir hören zumindest sehr, sehr häufig, wenn wir mit Leuten darüber sprechen, wie die Anwendung ausschauen soll oder wenn wir um eine kurze Skizze bitten, dann schaut das sehr häufig aus wie Outlook. Ja, wie die Programme, mit denen Menschen täglich mehrere Stunden arbeiten, und das sind sie gewohnt an das Design, das finden sie mitunter schön und so soll dann die eigene Anwendung auch aussehen. Und ich denke, das darf man nicht unterschätzen, ob man jetzt das Design schön findet oder nicht. Man kennt das Design einfach an, ob es jetzt gefühlt modern ist oder nicht. Ja. Wenn Sie da hinschauen, Sie wissen sofort, dass es nicht modern ist, ja. Obwohl jetzt nichts Schlechtes ist an dem Design per se, aber man kennt es einfach, es ist alt, ja. Minesweeper. Auch das gehört schon ins Archiv in Wirklichkeit. Also man kennt seine Anwendung einfach an, dass sie im XP-Style gemacht ist. An der Art der Icons, an den Schatteneffekten, an diesen Dingen. Alles, was damals sehr cool und hip war, ist jetzt plötzlich irgendwie old-fashioned. Und muss man sich überlegen, ob man jetzt eine App baut oder eine Anwendung, ob man das durchhält. Weil, und das sind auch noch zwei Beispiele, dieses Design ist ja nicht nur im App-Bereich durchgezogen, sondern findet sich gerade im Microsoft-Umfeld in ganz, ganz vielen Desktop-Anwendungen wieder. Software Zune hat das schon vor Windows 8 verwendet, ist ja diese Windows Phone Kommunikationssoftware. Und das ist alles natürlich angelehnt, Lifetile-artig. Wir haben keine Rahmen, wir haben da diese Navigationsstruktur, wir haben diesen Back-Button links oben, alles das ist angelehnt zumindest an das Modern UI und deswegen muss man sich mit dieser Design-Thematik beschäftigen. Und auch Office, und das ist der entscheidende Punkt, denke ich. Ganz, ganz viele Leute orientieren sich an Office, vom Layout, vom Bedienkonzept und möge man es gut finden oder nicht, aber man wird sehr häufig an diesen Designs gemessen und Office 2013 hat auch schon viele Anlehnungen genommen, genau an diesem Windows 8 Design. Letzter Punkt, und der spricht eindeutig wieder für App-Entwicklung, ist der Store. Ich habe schon berichtet, Desktop-Anwendungen kann ich bis zu einem gewissen Grad auch im Store bewerben, aber diese ganzen Punkte darunter, Kaufabwicklung, Deployment und Updates einfach einspielen und das organisiert sich alles von selbst, alles das kann ich nur nutzen in Windows 8 Apps
Und ich möchte ganz kurz herzeigen, wie sich das Tor so aus Entwicklersicht anfühlt, was wir da an Daten bekommen. Und man sieht natürlich da im Backend auch ganz viele Statistikinformationen. Ich sehe diese Ratings der letzten 30 Tage, sehe, wie viele Downloads pro Tag erfolgt sind und kann mir das dann auch je nach Markt anschauen. Also kann man anschauen, in Deutschland zum Beispiel, welche Ratings, welche Kommentare auch gekommen sind. Ich wollte ihn fragen, aber er ist diesmal nicht auf der Pasta. Das ist der Thomas Claudius Huber, bin ich mir ziemlich sicher. Freundliches Review von unserer App. Und das ist auch sehr freundlich ausgedrückt, dass man das je Markt ansehen kann, weil in Wirklichkeit muss man es je Markt ansehen. Das heißt, sie klicken sich durch 175 Länder durch, bis sie das eine Review finden, das sie mit 1 bewertet hat oder so. Noch nicht besonders komfortabel, aber die Daten sind spannend. Ich kann mir das Ganze anschauen nach Altersgruppe, männlich-weiblich und Altersgruppe aufgeschlüsselt. Ich kann mir das Ganze nach Markt ansehen und sehe, wie viele Downloads in Amerika stattgefunden haben. In Thailand überraschend viele, Indien, Deutschland, der violette Teil. Also ich kann da durchaus hineingehen und auch aus Marketing-Sicht interessante Daten herausholen, bis hin zur durchschnittlichen Usage in Minutes per Day. Also ich kann schauen, wie viele Minuten verbringen denn meine User in meiner App oder sogar gefiltert nach dem Formfaktor. Also wie verhält es sich im Vergleich Tablet zu Desktop-PC beispielsweise? Kann damit Rückschlüsse ziehen? Ist das Ding vielleicht für die Touch-Bedienung zu schwach? Möchten User das nicht am Tablet verwenden? Wie verändert sich die Kurve, wenn ich plötzlich meine App auch für ARM anbiete? Ist es dann signifikant höher, weil es mehr Devices gibt? Was auch immer. Also da gibt es durchaus spannende Statistikdaten im Store. Aber hauptsächlich natürlich ist das Store, denke ich, interessant als Marktplatz, als Einnahmequelle. Ich kann über verschiedenste Arten zumindest versuchen, Geld zu verdienen. Einerseits kann ich einen Preis festlegen für die App. Ganz klar, der Kunde muss zuerst zahlen, bevor er es verwenden kann. Und nur einen Haken dazu machen und eine Testversion ermöglichen. Also stellen Sie sich kurz dann auf und vor, bei einer Windows-Anwendung sowas abzubilden, dass ich sage, ich habe eine kostenlose Testversion für ein paar Tage und nach 7 Tagen läuft die ab und dann muss er zahlen. Also das ist Ihr Aufwand. In einer Windows 8-App klicke ich das im Store an und sage, ich möchte eine Testversion ermöglichen. Dann kann er es kostenlos runterladen, ausprobieren und nach wenigen Tagen muss er dann zahlen oder die App funktioniert nicht mehr. Ein spannendes, aus Marketing-Sicht, glaube ich, interessantes Thema ist In-App-Purchase, also innerhalb der App noch weitere Zusatzfeatures zu verkaufen. Ihr könnt zum Beispiel eine App einmal kostenlos machen und sagen, in einem gewissen Funktionsumfang kannst du die gerne kostenlos dauerhaft nutzen. Aber wenn du das Feature dazu nimmst, dann zahl einmal 3 Euro und du kannst das Feature freischalten und ab dem Zeitpunkt verwenden. Und was außerdem möglich ist, ist Werbefinanzierung zu nutzen. Auch relativ einfach für einen Entwickler. Im Prinzip gibt man einen Platzhalter in seiner App an und sagt, da rein kannst du Werbung stellen. Alles andere kommt dann von Microsoft, wird Werbung platziert in der App und je nach Anzahl der Aufrufe, je nach Anzahl der Klicks, wird dann einfach abgerechnet und man kann über diese Schiene versuchen, Geld zu verdienen. Ganz allgemein, glaube ich, muss man sich das gut überlegen. Ich bin selbst ein bisschen skeptisch, ob der Goldgräberstimmung bei Apps, ob man jetzt wirklich mit einer App als Businessmodell extrem viel Geld machen kann. Es gibt viele, die schnell aufholen, die billiger sind, man wird für Updates nichts mehr verlangen können. Also man muss sich, glaube ich, gut überlegen, ob die eigene Idee so stark ist, dass man wirklich über mehrere Jahre da richtig Kohle macht im Windows Store oder generell in Stores. Aber die grundsätzlichen Möglichkeiten sind natürlich da, um Geld zu verdienen. Das waren so der Versuch von 10 Entscheidungskriterien, die Sie mitnehmen können. Die Folien erhalten Sie ja anschließend auch von der Pasta, wo Sie versuchen können, diese Fragen für sich zu klären und zu überlegen, ob Windows 8 Apps oder einzelne Teile davon in Ihrer Windows Desktop-Anwendung vielleicht Sinn ergeben. Und ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen aus zwei Sichtweisen. Die pragmatischere Sichtweise ist, ich würde meinen, es wird kein Windows 9 geben, das aussieht wie Windows 7. Wir werden uns irgendwie mit dem Thema jetzt beschäftigen müssen und wie gesagt, selbst wenn wie Vista, dann 100 Millionen. Also es ist, wird nicht jeder unsere App herunterladen, aber das Thema ist da und Microsoft wird es nicht von heute auf morgen wieder komplett, hoffentlich, schwenken. Und damit müssen wir uns einmal mit dem Thema an sich befassen, denke ich, und bewusste Entscheidungen treffen, ob wir bewusst in dieser Windows 8-Welt mitspielen oder nicht. Und zwei Themen gibt es, die man sich einfach auf alle Fälle anschauen wird müssen. Das ist das Thema Designsprache, egal ob Desktop oder App.
und das ist das Thema Multitouch. Wir haben einfach eine Fülle an Geräten, die mit Touch interagieren können, und daher werden wir uns auch in unseren Desktop-Anwendungen überlegen müssen, ob wir uns nicht in Richtung Touch in irgendeiner Form bewegen müssten. Um es ein bisschen optimistischer zu formulieren, würde ich meinen, wir haben jetzt einfach mit Windows 8 eine riesen Fülle an neuen Geräten bekommen, an Multitouch-Geräten, an irgendwelchen Convertibles, wo ich den Bildschirm wegnehmen kann und das Tablet mitnehmen kann, an Geräten mit Stifteingabe, mit Multitouch sowieso. Und diese neuen Geräte haben einfach das Potenzial, auch neue Lösungen anzubieten. Ja, für unsere Softwareentwickler, wir können neue Projekte initiieren, wir können neue Software bauen, wir können komplett neu gedachte Lösungen vielleicht bauen, die bisher einfach extrem aufwendig gewesen wären auf verschiedensten Devices. Und wir haben natürlich diesen Windows Store als Marktplatz zur Verfügung, um das Ganze zu verteilen, um vielleicht Geld damit zu machen, ohne allzu viel Aufwand zu haben. Wir sind eine kleine Firma, wir können so eine App reinstellen, haben 60.000 Downloads, können einfach probieren, können Werbefinanzierung dazuschalten und schauen, ob man damit Geld machen kann. Das kann man nicht als Haupt-Business-Ziel nehmen natürlich und einfach ein bisschen probieren, aber das kann durchaus einmal nett sein, ein paar Tage in so eine App-Entwicklung zu investieren, weil, und das ist der dritte Punkt, der Einstieg aus .NET ist kein wahnsinnig riesiger Umstieg. Ja? Also man kann durchaus mal experimentieren, mit ein paar Tagen einmal eine App bauen, die mal reinstellen, schauen, wie verhalten sich die Benutzerzahlen, ist das was für uns? Und wenn es ein Rohrkrepierer bleibt, dann hat man ein paar Tage in neue Technologie investiert. Ich glaube aber, dass man mit Windows 8 auch in Zukunft viel, viel Freude haben kann. Das war's aus meiner Seite. Von meiner Seite, ich habe versucht, so diesen ersten Rahmen einmal zu bilden und einige Dinge zu Windows 8 anzusprechen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß hier auf der BASTA und danke fürs Zuhören. Dankeschön.